Liebe Fans von Venture TV, ich sitze hier in Stuttgart beim vierten Gründergrillen und neben mir sitzt Daniel von Concept Board. Und ja, Daniel, stell dich doch mal kurz vor für alle. Grüß dich erstmal. Ja, moin Tobi. Daniel Bohn von Concept Board, ja, hi. Freue mich auch auf Venture TV dabei zu sein. Ja, was soll ich sagen? Concept Board, cooles Unternehmen, unglaublich cooles Unternehmen, sucht auch Entwickler in Stuttgart. Für alle, also da draußen, die jetzt noch nicht wissen, was Concept Board ist, fangen wir vielleicht mal von vorne an. Wo, also was macht Concept Board eigentlich? Was ist Concept Board? Ja, genau. Ich dachte, ich fange mit einem wichtigen Ding an. Nee, natürlich. Concept Board ist ein Online-Kollaborationsdienst. Ja? Es geht darum, man sagt, du verwendest im normalen Arbeitsalltag verwendest du sehr viel Zeit auf große Programme, wie zum Beispiel halt Photoshop oder ein Word oder ein Excel oder sowas in der Art. Und die Programme sind ziemlich arg darauf ausgerichtet, dass du halt alleine darin arbeitest und auch großartige Ergebnisse produzierst. Aber wenn du dann Iterationen hast, wo du Feedback brauchst halt oder am Anfang ein Brainstorming hast, oder du hast einen Prozess, den du halt durchgehst und dieses Programm ist nur ein Teil davon, dann fehlt dir oft halt eine Möglichkeit, eben dieses Feedback und dieses Teamwork eigentlich da einzubinden. Und wir mit Concept Board versuchen eben halt, diesen Prozess halt konsequent zu begleiten, dich nicht abzulösen vom Photoshop oder vom Excel oder was auch immer, aber dir die Möglichkeit zu geben, dass du halt deine Inhalte, deine Ergebnisse, dein Zwischenergebnis halt relativ einfach mit anderen Leuten halt besprichst. Das ist unser Ziel letztendlich. Wer ist von Concept Board die Zielgruppe? Also wer sollte Concept Board einsetzen? Ja, in erster Linie Leute, die mit grafischen Inhalten arbeiten. Also das können natürlich Entwürfe sein, was Webdesigns angeht, was halt Flyer angeht, vielleicht auch Printsachen und sowas. Aber auch zum Beispiel, wenn man Diagramme hat, wenn man Konzepte hat von, kann alles Mögliche sein, sagen wir mal, sogar ein Entwurf für eine Budgetplanung oder sowas. Ja? Sobald du ein Ergebnis hast, was vielleicht ein paar Tabellen drin hat, was ein bisschen komplexer ist, kannst du es halt sehr einfach auf ConceptBoard importieren und mit deinen Leuten halt querchecken. Und das sind in erster Linie natürlich die Kreativbranche, die das brauchen kann. Uns hat sehr überrascht Education, der Bereich kam ziemlich krass auf uns zu. Lehrer in den USA, Highschools und sowas, die finden das wahnsinnig. Wir hatten jetzt gerade einen Wettbewerb, da ging es darum, dass die Leute uns einfach mal ihre Boards schicken. Da kam ein Lehrer aus Israel, der hat seine Hebräischstunden mit diesen ganzen komischen Schriftzeichen, ich kenne mich jetzt nicht aus, aber das hat er dann auf dem Concept-Board gemacht und die Leute oder die Schüler mussten halt das nachzeichnen. Das war beeindruckend, was da alles geht. Und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, da irgendwie ein Tool zu schaffen, das eben mit grafischen Inhalten besser zurande kommt, als im Moment die anderen tun. Und bin ganz gespannt, super gespannt, was da noch passiert. Wie lange gibt es Concept Board und was denkst du, wo plant ihr die Reise hinzugehen, die nächsten 2-3 Jahre, wenn du das schon, ja, was ist der Plan, der Masterplan sozusagen? Ja, ja, mein Masterplan, darf ich nicht sagen. Okay, natürlich werdet ihr nicht alles verraten, aber... Ich kann anfangen, die Sache ist ganz klar, also erstmal wo wir herkommen, 2008 haben wir gekündigt, der Christian und ich, als zwei Gründer und angefangen zu entwickeln. Und das Ganze war erstmal davon getragen, dass wir dachten, wir müssen diese Idee, Zeichen im Internet mal irgendwie nach vorne bringen. Und es hat natürlich erstmal überhaupt nicht geklappt. Typisches Gründer, also wenn du aus der Entwicklung kommst, denkst du dir, hey, du machst ein Produkt und dann wollen das alle. Ja, fail, nix, will keiner. Und wir dachten auch, es ist für jeden was und das kann man auch nicht machen. Du brauchst ganz klar eine Zielgruppe, auf die du zuerst zugehst. Du musst wissen, was sind die Kunden und an der Stelle hatten wir ganz schön lange gebraucht, eigentlich sogar bis vor einem Jahr oder so, bis anderthalb Jahre, bis wir das gemerkt haben. Haben wir es ein bisschen querfinanziert in der Zeit und eben seit letztem Jahr eben Business Angels drin, die uns auch ganz klar halt in die Richtung halt treiben, halt, dass du zumindest erstmal einen Zielmarkt brauchst, also vielleicht auch einen kleinen Zielmarkt, eine Nische, in der du dein Produkt so weit entwickelst, dass es nachher für andere auch wirklich spannend wird, das eben zu benutzen. Und ich glaube, im Moment sind wir in einer ganz interessanten Phase, in der es so ein bisschen umbricht, in der wir so ein paar Kunden haben, bei denen es schon sehr gut klappt, aber wo wir genau sehen, dass es halt für andere Kunden, für andere Zielgruppen, Kundenbereiche auch wirklich interessant wird. Und ja, freue ich mich sehr. Bin sehr begeistert dabei gerade, muss ich sagen. Ja. Ja, das hört sich doch super spannend an und vor allem das mit dem hebräischen Israel-Professor, der hier versucht, seine Students mit Concept Board nachzeichnen zu lassen. Sehr cool.
Ihr habt gegründet, ihr habt jetzt schon eine gewisse Strecke hinter euch, eine gewisse Erfahrung gesammelt. Was könntest du denn für die Venture-TV-Zielgruppe da draußen, ja, die jetzt gerade zuhören, selbst gründen möchten oder jung im Unternehmen selbst gestartet sind, was gibst du dem mit auf den Weg? Was waren die besonderen Stolpersteine, die Herausforderungen, die ihr versucht habt zu überwinden? Was kannst du denen als Lerneffekt schon mal mitgeben? Also du hast vorhin schon gemeint, du kommst jetzt aus der Entwicklerschiene. Ja, nee, absolut, absolut. Das ist wahrscheinlich auch also einer der Tipps, muss ich sagen. Für uns ist es am Anfang, wir waren halt klar Entwickler. Wir waren zwar IT-Consultants, also haben uns schon darum gekümmert, was jetzt irgendwelche fachlich Verantwortlichen wollen, beziehungsweise was der Kunde will. Aber es ist nochmal was komplett anderes, wenn du ein eigenes Unternehmen hast. Das switcht nochmal total, das war mir am Anfang auch nicht klar. Und auch dieses, es ist ein bisschen Betriebsblindheit, es ist auch ein bisschen irgendwie dieses Entwicklergedanke, dass wenn ich ein cooles Produkt habe, dass es dann einfach sich verkauft. Ja, es ist völlig falsch. Man muss absolut genau wissen, welche Person nachher bereit ist dafür, für das, was man da tut, Geld zu verdienen. Gerade in Deutschland ist es wichtig, in den USA habe ich den Eindruck, das ist das, was ich bisher gehört habe, dass es halt nochmal ein Stück weit anders ist, dass man auch nicht... Also, dass man auch mit einem Geschäftsmodell, das jetzt nicht direkt auf Umsatz aus ist irgendwie oder auf Rentabilität, dass man auch damit Venture Capital bekommt. Aber bei uns war es ganz klar, also ich denke auch, das ist typisch für Deutschland, dass man, wenn man Business Angel braucht, dass die als schon erstmal auf einen Geschäftsplan schauen, der halt relativ bald Früchte trägt. Einbringt. Genau, ja. Ist ja auch nicht verkehrt, auf keinen Fall. Wir hatten am Anfang auf jeden Fall diese Entwicklung, dass man sagt, okay, wer ist der Kunde, war uns egal, ehrlich gesagt. Aber das hat sich halt gedreht und in den letzten 3 Jahren, muss ich sagen, haben wir wahnsinnig viel dazugehört. Also nicht nur, was jetzt Marketing angeht, sondern überhaupt, was Unternehmertum angeht. Was es angeht halt, dass du nur mal Einnahmen brauchst, damit dein Geschäft halt irgendwie funktioniert. Und klasse, also war das Beste, was ich machen konnte in den letzten 3 Jahren, muss ich sagen. Wirklich cool. Also gut, für alle, die jetzt Blut geleckt haben und... euch beobachten, verfolgen möchten, wo findet man euch, wo kann man Conceptboard mal testen und ihr habt jetzt sicherlich auch eine Testversion? Ja, wir sind online seit, wie gesagt, Mitte des Jahres kann man es auch sagen, ja. Genau, das Ding läuft, conceptboard.com, auf jeden Fall auschecken, ist auch freemium, typisch, also man kann es wunderbar kostenlos benutzen fürs ganze Leben, wenn man mehr Features braucht, kann man auch Geld dafür bezahlen. Und da wird sich auf jeden Fall in der nächsten Zeit noch einiges tun, muss ich sagen. Ja, also darf nicht so viel verraten, aber da passiert noch einiges. Ja. Ja, da sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Da haben wir ihn gerade am Zahn der Zeit getroffen und dran genagt. Schön, danke erstmal für das Interview an dieser Stelle. Vielleicht möchten wir noch ganz kurz auf die Gründerszene in Stuttgart vor allem hier eingehen. Die ist nämlich viel größer, als manch anderer kennt. Du bist hier sehr aktiv am Start. Heute sind wir hier in der Superschanke und treffen uns zum Gründergrillen im Winter. Ja, ich bin ja auch schon ein paar Mal dabei gewesen. Ich finde es hier klasse. Vielleicht magst du mal nach da draußen noch schreien, für alle, die jetzt aus Stuttgart und der Umgebung zuhören, was ist das Gründergrillen und wen möchten wir hier gerne in Zukunft sehen? Ja, das Gründergrillen selbst, das ist eine Idee, die gibt es in Stuttgart seit Mitte des Jahres. Und zwar eigentlich, weil ich in Karlsruhe war und mit dem Tim Lagerpusch, der eigentlich Erfinder des Gründergrillens in Karlsruhe vom Institut für Entrepreneurship und Innovation, ungefähr so heißt, an der Uni Karlsruhe, da ist ja einiges am Start. Uni, also Karlsruhe, auch mit dem ganzen Web und so. Und wir dachten uns, beziehungsweise er fragte mich, wie ist denn das mit Stuttgart? Und ich bin ja seit 2008 hier in Stuttgart und ich muss sagen, die Gründerszene war so ein bisschen verteilt, muss man sagen. Also man wusste nicht wirklich, wer da ist da und es gab so ein paar Punkte, wo sich ein paar Leute getroffen haben, aber es war relativ wenig. Und dann war dieses Gründergrillen eigentlich so dieser Startpunkt, wo ich dachte, man muss doch das mal ein bisschen zusammenfassen. Und dann kamen jetzt eben die ersten 3 Mal, kamen so um die 40 Leute und diesmal sind es ungefähr 80, habe ich das Gefühl. Also da geht schon was. Ich meine, gerade in dieser Location, die Superschanke, kann ich nur empfehlen mal. Ja, also wir hatten ja auch fette Grills am Start, 2 aufgeschnittene Tonnen und es gab was zu trinken, es gab was zu essen und es war also wirklich bisher eine super, super Veranstaltung, kann ich mal dazu geben. Ja, ich habe mir diese Ghetto-Tonnen auch komplett anders vorgestellt, aber hat mir sehr gut gefallen, war eine geile Sache und mich hat besonders gefreut, dass eben über 70 Leute irgendwie da einfach ankamen und sich jetzt hier so ein bisschen vernetzt haben. Viele Leute, die ich auch überhaupt nicht kannte, viele Leute, die auch gerade Sachen starten wollen. Und ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht entwickelt sich da ja wirklich so ein bisschen
Gründerszene in Stuttgart so, die so ein bisschen, ich sag mal nicht Berlin gleichkommen kann, aber ja, wir haben ja noch Potenzial nach oben, ne? Das Silicon Valley in Deutschland ist auf jeden Fall immer noch da und das Potenzial ist gegeben. Ich würde sagen, an dieser Stelle, vielleicht verrätst du uns noch, wo findet man das Gründergrill in Stuttgart, wenn man jetzt mitmachen will? Das Einfache ist unter gründergrillinstuttgart.de. Gründer muss man mit UE schreiben, wichtig. Und da gibt es im Moment, ist das vierte Gründergrill aufgeschrieben. Wir werden dort das fünfte halt wieder ausschreiben, wenn es steht. Eventuell, ich habe schon mit Bastian von der Superschanke gesprochen, eventuell gibt es es wieder hier. Jetzt, also noch vor der Sommerzeit hier in der Superschanke. Fall. Also diese Grillsache im Winter war sowieso so ein bisschen so heikel, aber jetzt mit diesem Vordach, mit diesem total fancy Vordach. Echt wahnsinnig. Fotos posten. Macht schon Spaß. Kann man lassen, ja. Machen wir wieder. Auf jeden Fall, also möglicherweise Januar. Oder Februar, wahrscheinlich Januar. Machen wir Januar. Okay, dann wissen wir also im neuen Jahr 2012 gründergrill-stuttgart.de, da kriegt ihr den fünften Termin mit. Und für alle, die sich über Daniel interessieren, conceptboard.com, da wisst ihr, wo man wirklich Online-Collaboration-Tools findet. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für das Interview. Viele Grüße aus Stuttgart in die Welt und vielen Gründern. Kommt, wenn ihr in der Gegend seid, von Stuttgart zum Gründergrill in Stuttgart. Auf jeden Fall. Und Daniel, möchtest du noch jemanden grüßen? Ja, meine Oma, die hatte gestern Geburtstag. Alles klar, damit viele Grüße aus Stuttgart und tschüss ins Web. Bye, bye.